wieder ein bisschen Fitnessstudio rum und das ist nachts. Ich bin alleine im McFit und ich habe wieder angefangen zu trainieren, denn ich habe das in der letzten Zeit nicht gemacht. Ich rede ein bisschen schneller, weil ich auch Huster bin und das nicht ganz austoben kann. Macht aber nichts. Wir freuen uns, dass wir wieder im Gym sind zusammen. Jetzt aber werden sich einige von euch fragen, die nicht durch Fitness von Anfang an auf meinen Channel kamen, sondern vor allem in den letzten anderthalb, zwei Monaten durch meine Reisen, durch das, was ich in Afrika gemacht habe und so weiter. Der so fitnessbegeistert. Denn natürlich ist das hier kein Kanal und soll es auch nie werden, der nur Fitness-Sachen behandelt. Aber dennoch werde ich hier ein paar Experten-Tipps geben. Oh ja, ich bin ein Experte, so würde ich mich bezeichnen. Und wir werden auch immer wieder über Ernährung sprechen. Aber was hat es damit auf sich? Wieso ist dieser Typ, der sonst durch Afrika geistert, sonst so reiselustig ist und sonst so gerne redet und rumphilosophiert, warum ist der überhaupt auch ein Bodybuilder? Für manchen einen mag das ein Widerspruch sein, weil er Bodybuilder sonst nur anders kennt. Für den anderen mag es ein ganz interessanter additiver Effekt sein, den er gerne mal wissen möchte, was hat es damit auf sich. Und ich habe auf Curaçao für euch ein wenig nach einer kleinen Trainingssession, die völlig für den Arsch war, weil ich die auch kaum aufnehmen konnte, da ich immer aus dem Fokus raus war. Oh, Scheiße, ich darf ja gar nicht rauchen. Gut, dass ich nicht Raucher bin. Super. Ein bisschen zusammengefasst, was ich wirklich mit Bodybuilding verbinde. Und ich glaube, das ist etwas für jeden von euch und da schalten wir jetzt einfach mal ein. Ich verabschiede mich hier aus dem McFit, ihr werdet in Zukunft mehr davon sehen. Und nun ja, ich werde jetzt noch mich ein bisschen warm trainieren. Heute sind nur Quadrizeps und Waden so ein bisschen dran, so ein bisschen einspielen. Morgen geht's richtig los und dann werden wir uns sicherlich bald bei dem einen oder anderen Tipp mal wiedersehen. Jetzt aber Live-Schaltung nach Curaçao. So, ich knall mir mal wieder meine Pillen rein. Training ist vorbei. Und ich dachte, wir drehen mal den Rest in einer angenehmeren Atmosphäre. Ich habe auch jemanden gefunden, der die Kamera hält. Viele von euch haben sich sicherlich schon manchmal gefragt. Oh, schmeckt das scheiße. Runter damit. Was es damit auf sich hat mit dem ganzen Körperkult. Weil normalerweise, glaube ich, entdeckt man Leute, die einen solchen Körperkult pflegen und so aussehen. Aber weniger die anderen Interessen und Hobbys vertreten. Natürlich ist das ganz schön, wenn man damit so ein bisschen sein Mind erweitern kann und merkt, dass es auch solche Individuen auf dem Planeten gibt. Aber ich will auch gar nicht darauf ein, wie krass individuell ich bin, sondern was bedeutet mir Bodybuilding? Warum mache ich das überhaupt? Einerseits den Leuten helfen und Armut und denen lieber was zu essen geben, andererseits sich hier die Pillen reinstopfen, um den Körper aufrechtzuerhalten. So manch einer mag diese Frage vielleicht in sich haben. Für mich bedeutet Bodybuilding wesentlich mehr als einfach nur gut aussehen. Natürlich hat es aber damit angefangen. Ich wollte irgendwann mal natürlich muskulös aussehen. Van Damme, Wesley Snipes, so die ersten Vorbilder und sowas. Also Muskeln haben und einfach nur wie ein geiler Mann wirken. Das Ganze ist jetzt natürlich auch immer noch so. Ich finde das immer noch toll. Für mich selbst ist das das Aussehen, wie ich mich sehe und wie ich mich gerne sehen würde. Allerdings hat sich auch ein schöner Fakt herausgestellt, warum auch tatsächlich es eine Trainingsmotivation geworden ist, ganz besonders vor einer Reise, nämlich wie die Leute im Ausland darauf reagieren. Besonders in Indien, dazu gibt es sogar ein ganzes Video, aber wie ihr hier seht, auch in Afrika, die Kinder und die Leute, wie sie darauf reagieren, ich finde es einfach schön. Und das nicht nur, weil ich so furchtbar stolz darauf bin, dass die Leute mich dann berühren und so toll finden und wie einen Helden empfinden. Nee, aber ich finde es einfach nur schön, diese Freude daran zu sehen und eben mit solchen Mitteln es zu schaffen, einen Kontakt herzustellen. Das geht sicherlich auch anders. Ja, legt nicht immer alles auf die Goldwaage, aber ich finde es einfach ganz schön. Was aber viel wichtiger ist und was ich erst später gemerkt habe, nach Jahren des Bodybuildings, ist, dass es für mich eine riesige Hilfe im Leben ist, eine Motivationsstütze. Und das Bodybuilding, ebenso wie viele andere Metaphern, ob jetzt Pokern oder Schach, man viel davon auf das Leben übertragen kann, viele Weisheiten aufs Leben übertragen kann. Und auch jetzt ein Zusammenhang zwischen dem Afrika-Projekt, das wir unterstützen, vor allem mit dem Olive Branch und auch mit der Kwanini Foundation und Bodybuilding. Was hat das miteinander zu tun? Es ist Hilfe zur Selbsthilfe, die die Leute dort vor allem nach außen tragen und den Leuten versuchen näher zu bringen. Und beim Bodybuilding ist es genauso.
Hier habe ich volle Kontrolle. Ihr müsst nicht auf Glück hoffen, auf jemand anderen. Stellt ihr euch ein, mag er euch, gefällt ihm eure Nase oder ein Lottoschein, den ihr ausfüllt oder sonst irgendetwas. Es kann so unfair da draußen zugehen, aber über eines seid ihr Herr. Wenn ihr das Ziel erreichen wollt mit eurem Körper, wenn ihr Muskulatur aufbauen wollt, wenn ihr anders aussehen wollt, dann könnt ihr das erreichen. Egal wie. Manche haben es schwerer, manche haben es leichter. Aber wenn man den Challenge annimmt, dann kann man es schaffen. Setzt euch dorthin. Habt ihr Geld für ein Fitnessstudio? Dann geht ins Fitnessstudio. Habt ihr das nicht, dann trainiert zu Hause. Das habe ich früher auch gemacht. Geht auf den Spielplatz, macht Klimmzüge. Das schaffen so viele Ghetto-Boys auch irgendwo. Selbst in Afrika haben wir mit den Leuten trainiert. Und da gibt es ein paar durchtrainierte Leute, die einfach ein paar Liegestütze machen. Die kennen sich vielleicht nicht aus, trainieren vielleicht nicht korrekt, aber sie tun etwas dafür. Und das zeigt mir jedes Mal, egal ob es gut läuft im Job und in allem anderen oder nicht. Ich gehe nachts ins Fitnessstudio dreimal die Woche und ich erreiche meine Ziele Stück für Stück. Und wenn es langsam ist, Woche für Woche und Monat für Monat. Ich kann mich darauf verlassen, darauf zurückbesinnen und kann sagen, wenn ich es anpacke, dann erreiche ich es. Und das gibt mir wieder Motivation fürs ganze Leben. Und genau das Gleiche machen wir und unterstützen wir in Afrika vor Ort. Wir haben eine Frauengruppe besucht, denen nicht etwa geholfen wird, indem den Nahrungsmittel oder Geld in die Hand gedrückt wird. Nein, denen wird geholfen, sich selbst zu organisieren. Denen wird gezeigt, wie das geht. Und irgendwann kann auch das Olive Branch for Children Projekt komplett loslassen. Ich sage immer Projekt, dabei ist es eine Organisation. Loslassen und die Menschen einfach machen lassen. Manche machen das sogar schon selbst. Die sehen, wenn die sich zusammentun, wenn sie ein bestimmtes System dahinter haben, dann erreichen sie ihre Ziele. Ich habe bereits in der Olive Branch for Children Dokumentation etwas zu diesen Frauengruppen gesagt. Wir haben sie wieder besucht mit den Live All-Stars und die haben uns wieder demonstriert in einem schönen Theaterstück, das sie für uns aufgeführt haben, wie wichtig diese Erfahrung für sie ist, selbst ihr Leben in die Hand nehmen zu können und denen es jetzt wirklich besser damit geht. Die Olive Branch for Children Organisation hat dazu beigetragen, ihnen dieses Tool in die Hand gegeben. Und diese Frauen schaffen es jetzt, indem sie sich zusammentun, Geschäfte aufzuziehen oder eben ganze Geschäfte zu gründen und dadurch Häuser zu kaufen, Farmen zu kaufen. Wir haben eine ganze Menge gehört, wie sich ihr Leben verbessert hat. Und das einfach nur, indem sie zusammenhalten und etwas tun, aufstehen und nicht darauf warten, dass etwas zu ihnen kommt. Und das ist genauso wie im Bodybuilding. Manche von euch haben es schwerer, manche haben es unheimlich leicht. Manche gucken eine Hantel an und da wachsen schon die Muskeln. Ich könnte die Leute erwürgen, aber manchen geht es ebenso gut. Und anderen, die müssen sich das wiederum hart verdienen. Ja, die in Afrika müssen sich das härter verdienen, aber sie können. Sie müssen nur aufstehen und dafür kämpfen. Ja, und damit bin ich auch am Ende meiner langen Rede angelangt. Ich werde jetzt, glaube ich, noch in den Pool jumpen. Einfach nur, um meinen ganzen Schweiß darin zu entladen und anschließend essen und weg. Und jetzt werde ich erstmal meine Pillen hier weiternehmen. Ich nehme Kreatin nach dem Training, ein paar BCAAs, das war schon ein paar Aminosäuren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten nennt mir auch Verbesserungsvorschläge. Bis bald. Kann ich gar nicht ausmachen. Oh. Die Scheiße.